konkreter der Familie Breuel zuwenden. Hier in Antwerpen findet sich das erste urkundlich gesicherte Datum der Vita Pieter Breugels des Älteren. Im Register der St. Lukas-Gilde, also der Malerzunft, ist er 1551 als freier Maler eingetragen und seine Nachkommenschaft wird über ein Jahrhundert lang dieser Gilde angehören. Pieter der Ältere begründete jenen Breugel-Stil, den die folgenden drei Generationen aufgriffen, spezifizierten, variierten, weiterentwickelten und durch zahlreiche Wiederholungen bestimmter Bildfindungen populär machten, sodass der Name Breugel, ja, würde man sagen, quasi zu einem Label wurde. Das thematische Spektrum, wir hörten es schon, unsere Ausstellung ist weit gefächert. Flusslandschaften und Genreszenen, Allegorien und Sinnbilder, mythologische und christliche Darstellungen, Früchte und Blumenstillleben, daneben subtile Zeichnungen der Alltagswelt. Bildwelten, die so unvergleichlich, so spezifisch sind. Da spielt sich auf wenigen Quadratzentimetern das pralle Leben ab. Ein buntes Treiben in Dörfern, Feldern, Gaststufen, am Hafen, am Flussufer. Da werden wir konfrontiert mit Laster, manchmal auch tugendhaften Gesinnungen des Homo sapiens. Und schließlich geht der Blick über weit gespannte Landschaften von bezwingender Eigenart. Wir sind sehr glücklich mit zwei weiteren Werken Pieter Breugels des Jüngeren, Rückkehr von der Kirmes der Stiftung Fürstenberg und das Pfingstbrautspiel der Anhaltischen Gemäldegalerie Dessau, auch diese Thematik in unserer Ausstellung vertreten zu haben. Unser Ausstellungsmotiv mit dem Titel Die Schmeichler spricht hingegen eine überaus deutliche Sprache oder etwa nicht. Ebenso unmissverständlich dürfte der sogenannte Kampf ums Geld sein, ein köstlicher Kupferstich nach Pieter Breugel dem Älteren. Da gibt es ein Hauen und Stechen zwischen Sparbüchsen, Fässern und Geldschränken, deren Rüstungen die kostbaren Münzen bergen und schützen. Doch wehe, wenn diese Panzer durchbohrt wären, dann rinnt das Geld aus ihnen heraus wie das Blut aus einer Wunde. Eine weitere große künstlerische Errungenschaft Breugel des Älteren liegt auf dem Feld der Landschaftsmalerei. Die Wiedergabe der Natur zieht sich durch sein gesamtes Oeuvre und bildet auch im Oeuvre seiner Söhne, allzumal bei Jan dem Älteren, einen herausragenden Stellenwert, was unsere Werkschau vorzüglich dokumentiert. Und Sie, die Breugels, werden dann in der zweiten und dritten Generation noch zwei fulminante Beiträge leisten. Und zwar zum einen, wie unsere Ausstellung grandios belegt, in der Gattung der Allegorie, also Allegorien des Friedens, des Krieges, der Liebe, der vier Sinne, der fünf Sinne. Eine Thematik übrigens, die die holländischen Künstler so gut wie nie aufgegriffen haben. Und zum anderen auf dem Gebiet des Blumenstilllebens. Stillleben. Still Life Painting, das sind so gut wie ausnahmslos Blumenbouquets in üppigster Vielfalt. Jede einzelne Blüte eines Straußes zeigt sich in Sonderung, das heißt möglichst ohne Überschneidung als körperliches Ganzes und besetzt eine je besondere Position im zumeist dunkel gehaltenen Bildfeld. Natur ist hier die vitale Ausfaltung des Ewigen, Zeitlosen und darin Beschwörung der göttlichen Ordnung des Schöpfungsplans. Um es mit Adorno zu sagen, was Natur, die reine Natur, vergeblich möchte, vollbringen die Kunstwerke. Sie schlagen die Augen auf. Genießen Sie die Ausstellung. Ich denke, es ist ein Juwel für Deutschland, für Paderborn, aber auch für Deutschland. Denn wir dürfen sagen, Tel Aviv, Paris, Como, und sie ist jetzt in Paderborn und sie wird einzigartig in Deutschland hier in Paderborn in Schloss Neuhaus gezeigt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle gekommen sind.